Ich würde mein Studium beschreiben mit den Worten herausfordernd, interessant und prägend. Also zunächst mal würde ich sagen, dass Kassel eine wunderschöne Kleinstadt ist mit unglaublich vielen kulturellen Angeboten, aber auch sehr studentisch. Also es fällt einem leicht, neue Kontakte zu knüpfen. Und Kultur und Wirtschaft an der Universität Kassel zu studieren, hat einen großen Vorteil, der das Lehrangebot sehr ausgewogen ist zwischen Wirtschaft und Kultur und auch die Professoren sehr einfühlsam mit den Studenten umgehen. Ich würde sagen, die Berufsperspektiven, die durch das Studium gegeben werden, sind sehr breit gefächert. Ich habe zuerst ein Praktikum gemacht in einem Kulturinstitut im Bereich Eventmanagement. Danach habe ich noch ein Praktikum in einem großen Konzern gemacht im Bereich Personalmanagement. Und jetzt arbeite ich gerade in einem Start-up hier in Kassel im Bereich Kommunikation. Für mich war es wichtig, während des Studiums auch schon berufliche Erfahrungen zu sammeln. Daher habe ich mich für zwei freiwillige Praktika entschieden, einmal im Bereich Kulturmanagement und einmal im Bereich Personalmanagement. Das hat mir natürlich unglaublich viele berufliche Perspektiven nochmal aufgezeigt, die der Studiengang einen bieten kann, da ja die Teilung zwischen Kulturwissenschaften und Wirtschaftswissenschaften vielleicht auch erstmal für Verwirrung sorgen kann, jedoch mit der richtigen Orientierung gut aufgefangen werden kann. Meiner Meinung nach sind die Stärken des Studiengangs die Kombination zwischen dem kulturwissenschaftlichen Bereich, da man sich dort eben mit Literaturwissenschaften, aber eben auch mit politischen Themen beschäftigt und auf der anderen Seite mit wirtschaftswissenschaftlichen Themen. Mir besonders hat das geholfen, auch während meines Praktikums in einem großen Konzern, da wir dort internationale Projekte im Bereich Personalmanagement hatten und ich somit auch eben besonders im Bereich Lateinamerika auf die Kunden eingehen konnte. Es gab einige Schlüsselmomente in meinem Studium. Das war zum einen mein Auslandssemester in Spanien. Dort hatte ich unerwarteterweise trotzdem einen kleinen Kulturschock, mit dem man aber lernt, umzugehen auf jeden Fall. Und zum anderen, mein größtes Highlight war die Exkursion nach Ecuador, bei welcher wir uns mit Postkolonialismus und Extraktivismus beschäftigt haben, uns aber auch unterschiedliche Lehreinrichtungen in Ecuador angesehen haben und diese auch kritisch beleuchtet haben. Meine Tipps wären auf jeden Fall, ein großes Interesse für Sprachen und Kultur mitzubringen, aber eben auch für wirtschaftswissenschaftliche Themen. Auf der anderen Seite würde ich sagen, ist es sehr wichtig, die Tutorien zu besuchen, da man sich dort nicht nur mit den Tutoren austauscht, sondern eben auch mit den anderen Kommilitonen und so eventuell schon erste Freundschaften entstehen können.